Die erste Hälfte von dieser Serie, eben etwa 30 solche Arbeiten, endet mit einem Thema, das ihr euch vorstellen könnt. Es liegt einem Pfarrer auch sehr am Herzen, mal über das nachzudenken, was wir eigentlich aus der Urkirche gemacht haben. Ich muss sagen, leider, rückblickend nach 30 Jahren Pfarramt, ziemlich viel Schrott. Weil eigentlich hat Gott immer eine Familie wollen. Er wollte keine Frontalkirche, vor einer redet und die, die hinten hocken, sehen nur einen Glatzen von dem, der vor ihnen sitzt. Und keiner sieht das Gesicht des anderen. Gott hat nie so etwas gewünscht. Sondern er wollte eine Familie. Die Familie im Alten Testament ist ein Modell. Und dann kommt Jesus und sagt, wer meinen Willen tut, wer den Willen vom Vater tut, sagt er sogar, der ist für mich Bruder, Schwester, Mutter. Das heisst, wir sehen irgendwie so den Grundgedanken, wie es in der Apostelgeschichte war, wo sie so familiär zusammen waren, wo es keine Hierarchie hatte. Was für einen schlimmen Begriff, eine Hierarchie. Das ist die Herrschaft der Heiligen oder der Priester, oder wie man so sagt. Das redet von Archie, das heisst, da wird von oben an wie in der Pyramide nachher geherrscht. Jesus hat nichts Sättiges wollen. Er hat Väter eingesetzt, dann hat er gesagt, Apostel, dass sie wirklich eine Art neue Abraham-Leute, neue Glaubensväter, neue, die alles zusammen haben können, die den Kopf her haben können, das neue Land erobern für die anderen, die, die für ihr Kind alles machen, so wie es der Paulus gesagt hat. Und wir sehen dann nachher, wenn ungefähr hat das System geändert, wann ist ein Systemwechsel gekommen, mit dem Kaiser Konstantin. Das muss man natürlich beleuchten, sonst versteht man die heutigen Frontalkirchen gar nicht, was etwas gibt, was in der Bibel nie gegeben hat, nämlich auch Schreck. Laien, so etwas gibt es kein Wort in der Bibel, das so etwas beschreibt. Da gibt es Brüder und Schwestern, aber keine Laien. Und da gibt es nur Leute, die alle in irgendeiner Form einen Dienst haben. Wo sind die heutigen Apostel zu finden? Was ist das für ein Dienst, der apostolische Dienst, der eigentlich macht, dass Familiengemeinden können entstehen können? In welcher Richtung fließt das Wasser? Fließt es, ob sie zur Kirche oder fließt es auch ins Tal? Das ist so eine Frage, die man sich dort sehr dringend muss stellen. Aus diesem Grund ist das für mich eigentlich fast wie eine Schaltstelle, für nochmal alles ein bisschen zu messen, sind wir wirklich am Puls vom Vater oder sind wir immer noch an einem Ideal nachleben, das man nie ganz erfüllen kann, wo es nicht wirklich der Herzschlag vom Vater ist.